So, have fun, hier ist euer Aboram zurück in Genshin Impact und dieses Mal sind wir hier im Patch 1.3. Ich habe euch ja versprochen, dass wir pro Woche 3 Folgen machen werden, 2 habe ich schon fertig und werde jetzt hierzu jetzt den dritten Patch machen, da sich dann das ja diese Ausrollen erst am Mittwoch stattgefunden hat, werdet ihr also auch am Donnerstag, also morgigen Tag, dann hier auch dieses Video als drittes Video vielleicht noch mehrere ergänzende Videos dazu sehen. Und ihr wisst, ihr kennt das Spiel, ich bin nicht allein dabei, mit mir zusammen ist hier auch ich mal wieder. Und schon geht das Ganze los. Wir gucken uns das jetzt hier mal an. Jetzt sind verschiedene Sachen hier bei mir aufgepoppt. Ihr seht das ja. Fangen wir erst einmal an, indem wir jetzt hier uns mal diese Story angucken. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the Kingdom of Darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the Kingdom of Darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. So, und damit ist das Video auch schon durch. Das war eine Ankündigung zur Fortführung der Story. Nee, das war eigentlich nur der Prolog zum Battle Pass. Genau. Auch der Battle Pass ist eine kleine Story. Die Träne vom zweiten Prinzen. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt hier den Erlebnispass. Und zwar Ming Xiao. Haben wir noch 40 Tage Zeit und da kann man folgende Waffen kriegen. Dazu muss man aber erstmal auf Erlebnisstufe 30 kommen. Ist eigentlich immer wieder der gleiche Kram. Das heißt, man muss ordentlich farmen, um auf 30 hochzukommen. Also ich bin mit normalen Spielen, und das ist nicht viel, ein, zwei Stunden am Tag auf, ich glaube, Stufe 20 gekommen. Ja, ich glaube, ich bin mit 4 Stunden Spielen auf Stufe 30 gekommen, nachdem ich mich aber wirklich durch die Events durchgefarmt habe. Und ach Gott. Ja, also alles Mögliche durchgespielt habe. Also. Man muss da schon viel Zeit investieren, sagen wir es mal so. Okay, also das haben wir erstmal gesehen. Die Ankündigung zum Ming Xiao Erlebnispass. Man könnte es auch Erlebnispaß lesen. Ja, ist okay, war ein Versuch wert. Ich habe bei Arenos ein kleines Lächeln gezeigt. Okay, also das Ganze ist jetzt wieder zurückgesetzt. Also, wie gesagt, ich war ungefähr bei Abenteuer oder Erlebnis. Passstufe 20, jetzt bin ich also wieder bei 0. Für mein tägliches Anmelden bekomme ich natürlich so ein paar EPs, das sind 120, das ist natürlich eine Lachnummer. Ne? Da muss man schon also deutlich mehr machen, um hier voranzukommen. So, dann haben wir jetzt, da gehe ich jetzt als nächstes drauf, bevor es weitergeht, jetzt hier erstmal zwei neue Aktionen. Einmal wieder einen Probelauf, und zwar der Yaksha. Du hast gesagt, das spielt sich ganz gut. Ja, tut er tatsächlich auch. Der ist auch schon ziemlich bekannt unter den meisten Genshin Impact-Spielern. Und tatsächlich ist er auch ziemlich stark, also. Ja. Okay, also der wird dann auch erst demnächst hinzugefügt. Noch ist er nicht mit dabei, oder kann man ihn schon. Man kann ihn schon kriegen. Über Gebete? Ja. Okay. Ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen, hier diese kleinen Probeläufe zu machen. Ihr geht einfach nur eine Runde durch, kämpft mit ihm ein bisschen, look and feel. Und dann bekommt ihr hier schon mal diese 20 Urgesteine. Und dann kommt ihr schneller wieder zu euren Gebeten. Wie gesagt, unser Ziel ist es, das Spiel so gut wie möglich ohne Geld vonstatten zu kriegen. Und von da muss man auch alles nehmen, was man machen kann, solange das Ganze bedeutet, dass man Content nutzt. Bin ich da auch ein Freund davon. Also ich werde immer noch nicht gezwungen, jetzt hier Geld auszugeben, sondern ich kann mir auch wunderbar das hier mit Content, mit Spielen erfahren. Dann haben wir hier einen neuen Auftrag, der heißt Erschütternde Berge.
So, gibt es im Tianqiu-Tal gibt es ein schreckliches Erdbeben, bei dem längst in Vergessenheit geratene Gefahren wieder erwacht sind. Stell ich Dann dir. einfach nur eine Ankündigung für einen neuen Boss. Ja. Stell dich den alten Geo-Drachenechsen in den Tianqiu-Ruinen, um die Sicherheit dieses Ortes wiederherzustellen. Mögliche Belohnung beim Besiegen des Anführers war natürlich total low. Die werden bei meinem Kumpel Arenas wahrscheinlich deutlich höher sein, da du ja auch eine andere Abenteuerstufe hast. Ja. Also es ist immer schönes Zeug dabei. Also Oh. eigentlich kann ich tatsächlich nicht meckern über die Belohnung, die die Bosse ausspucken, abgesehen davon, dass ich in letzter Zeit nur noch auf meinen 5-Sterne-Artefakten ständig den Defense Percentage Mainstat habe. Ja, irgendwie wollen sie sich doch schon dazu zwingen, Geld auszugeben. Aber wir schaffen das ja auch ohne. Okay, also erschütternde Berge. Das ist ja nur eine Ankündigung. Das soll heißen, gibt es den neuen Boss oder Ja, muss man gibt es schon. den erstmal erspielen? Muss man da eine Storyline machen? Also Gibt muss. es schon. Kann man einfach direkt hingehen? Ja. Aha, okay. Kannst einfach direkt hin und den unboxen. Uiuiuiui. Okay, da würde ich sagen, da kann man vielleicht sogar noch ein extra kleines Video draus machen. Ja. Okay, also damit haben wir die beiden Sachen auch schon zum Patch 1.3 abgearbeitet. Dann guck mal, was jetzt noch auf uns zukommt. Jetzt gehe ich erstmal hier rein. Und natürlich ist klar, es gibt hier natürlich eine neue Ankündigung. Ne, erstmal eine Erläuterung zur Aktualisierung. Also, was gibt es alles neu und welche Sachen wurden behoben? Da sind wieder einige Sachen wieder behoben worden. Ich empfehle euch hier, bitte lest einfach mal die Patch Notes dazu, wenn euch das interessiert, weil ihr seht, das ist ziemlich viel Tobak. Das werde ich jetzt hier auch nicht im Stück durcherzählen. Dann sitzen wir noch eine halbe Stunde hier und dann noch zu zeigen, warum, welcher Effekt wo, wie passt oder nicht. Da wollen wir nicht hin, noch nicht. Es sei denn, wie gesagt, ihr habt da großes Interesse dran, dann würden wir auch hierzu vielleicht noch intensivere Videos für euch produzieren. Und natürlich jetzt die Vorstellungsseite zur Version 1.3. Angezündet sind die Lichter. Also jedes Jahr aufs Neue werden in Lüe die Laternen angezündet und ein großartiges Fest wird veranstaltet. So, und erfahre gleich als erster mehr über die erleuchteten Adepten, den schützenden Yaksha, haben wir ja gerade gesehen, die 5-Sterne-Waffe Moosgrüner Fels sowie die Hauptaktion zur Version 1.2, 1.3. Mein Gott, das Laternenritual. So, Aktion. Uiuiui. Alter Schwede, warum? Ui, wow. Das sind aber jede Menge Aktionen, die hier laufen. Also erstmal nimm teil und erhalte eine 4-Sterne-Figur aus Lüe, deiner Wahl. Das war ja die Ankündigung, die sie gemacht haben. Und diese geht auch nur bis Ende des Monats, wenn ich das richtig sehe, bis zum 28.02. Das soll heißen, oh, und Abenteuerstufe 23. Ha, nicht 20. Also da habe ich schon mal Glück gehabt. Ich bin auf Abenteuerstufe 24. Also bin ich so gerade mal mit dabei. Ich hoffe, es gibt auch noch genügend Erfahrungspunkte, dass ich jetzt aber wieder ein bisschen höher komme. Okay, also Laternenritual. Werden wir ein Video für euch dazu machen? Könnt ihr es nochmal angucken? So, die Aktion Freunde in 5 Farben, sammle Fotos und halte Freudenkästchen. Mal gucken, wie lange das geht. Diese Aktion geht bis zum 10.02. Das heißt, hier haben wir nur eine Woche Zeit für, um diese Fotos zu machen. Hier reicht auch schon Abenteuerstufe 2. Das soll heißen, dann werde ich auch noch mal hier für euch noch mal ein kleines Video machen. Oh, das sind aber viele kleine Videos, aber das kriegen wir hin. Stufe 20. Ja, Abenteuerstufe 20. Dann haben wir Gebet. Ach so, das sind jetzt die Ankündigungen zu den neuen Paketen. Das ist das, was Arena schon gesagt hat, dass man jetzt hier auch die Figur in einem Gebet kriegen kann. Dementsprechend gibt es dann also die bombastische Einladung mit dem Yaksha. Gibt es natürlich auch das göttliche Werk, wo wir die Waffen schon als Ankündigung gesehen haben. Hier heißen die urzeitliches Jadespeer. Von dem Jadespeer habe ich schon einiges gesehen, das soll gut sein, ne? Ja, das ist absolut krank. Ich hätte den gerne natürlich für einen Charakter, den ich schon recht lange habe und auch ziemlich häufig spiele. Leider kriege ich den nicht. Ah ja. So, dann haben wir die Abenteuer-Beistandspakete. Jetzt ein drittes Mal limitiert beim Händler erhältlich. Okay, das geht jetzt wieder um Geld. Da soll man wieder Geld ausgeben.
Hier geht es wieder um Geld, also was man wieder an Waffen kaufen kann, und möge das Glück dir hold sein. Das ist eine Anmeldeaktion, wo man 10 verwobene Schicksal dazu bekommt. Melde dich während der Aktion 7 Tage lang im Spiel an. Okay, Klassiker. Ja, aber ich meine, immerhin. Im 10 verwobene Schicksal hat schon was. So, möge das Glück dir hold sein. Was ist das? Also dasselbe nochmal. Ja, geht auch wieder 30, 20 Tage, über 20 Tage. So, Gebet Tanz der Laternen. Ein neues Gebet ist verfügbar. Mit Kekwing, okay. Kitsching. Ketching, ach Gott, oh Gott. Habe ich schon länger nicht mehr abgerufen? Nee, die sind alle neu. Und gemeinsame Freuden an Laternen. Dankeschön zum Laternenritual. Melde dich während des Aktionszeitraums im Spiel an und erhalte zerbrechliches Harz, verwobene Schicksal und andere Belohnungen. Da sehen wir nochmal die Belohnung, die man dazu kriegen kann, wenn man sich dann anmeldet. Also 26 Firma kriegt man erstmal das mystische Verstärkungsherz und so weiter. Das gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also müsst ihr auch gleich was bekommen haben. Und Aktion Hervorquellen des Flusses der Elemente, doppelte Beute bei Blüten des Reichtums und Blüten der Offenbarung. Ist halt auch eine kleine Aktion. Diese geht jetzt aber allerdings dann schon bis März, also hat einen etwas längeren Zeitraum. Okay, damit haben wir die Aktion auch schon mal erklärt und jetzt gehen wir zu meiner Post. Und da gibt es natürlich mal wieder eine Entschädigung und einmal für den Patch. Hier kriegt man also zweimal 300 von dem Urgestein und da gibt es auch einen schönen Knopf, den kann man für solche Sachen nutzen, nämlich alle einsammeln. Das spart man ein bisschen Zeit, das mache ich jetzt einfach mal. Schwuppdiwupp, habe ich zweimal 300 Urgestein bekommen. Und die Gebete mögen starten, sage ich da mal an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir dann eigentlich zu der kleinen Hauptattraktion, nämlich nicht nur, dass es sich jetzt hier Neuerungen gegeben hat, warte mal, sondern, halt, habe ich irgendwas vergessen. Ja, du kannst da bei diesem Stift ganz oben Ah. kannst du Profil bearbeiten. Da kannst du jetzt deine Figuren zeigen und auch ja, also welche Figuren die halt, welche Figuren du halt gut gebaut hast, die kannst du zeigen. Ah, das heißt, wenn man in eine Gruppe geht, können das auch andere Leute sehen? Ja, das ist es ja. Ah, okay. Naja. Dann speichere ich mal die Konfusion. Also, mal guter Hinweis, da kann man auch im Prinzip sein Bild sozusagen hier abbilden. Ne? Wenn man seine Hauptbild, also praktisch die erste Gruppe, kann man hier eintragen. Zweite Gruppe. Ah, nicht schlecht. Okay. Danke für den Hinweis, habe ich wieder was dazugelernt. So, dann habe ich das jetzt auch abgeschlossen. Uiuiuiuiui. Und dann geht es ja darum, wir haben noch einen neuen Auftrag und den werde ich jetzt hier im Anhang, also gleich danach spielen. Und zwar die Adeptenzeremonie. Und dazu müssen wir jetzt dann erstmal nach Liyue gehen. Und damit werde ich jetzt erstmal starten und für euch das Video aufnehmen. Von daher würde ich erstmal sagen, das war erstmal alles, was wir euch jetzt zum Patch 1.3 zeigen wollen. Und jetzt kommen viele kleine einzelne Videos, wo wir euch dann die Aktionen noch einmal passend dazu präsentieren werden. Von daher erstmal vielen Dank. Hier ist unser Patch 1.3 Video. Viel Spaß damit und da kann ich nur wieder zurückgeben an Arenos. Ich bin nicht alleine. Genau, ich war immer wieder dabei und man sieht Good sich things im come nächsten to Video, those who ne? don't wait Ciao, around. ciao!